Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Ja, wir machen heute mal einen kleinen Test und zwar hier mit der DJI Mavic Mini. Ich will mal wissen, wie schnell die Kleine denn jetzt fliegen kann in den verschiedenen Flugmodi. Das heißt, die hat ja drei Stück. Das ist einmal der Cine-Smooth-Modus, der ist am langsamsten. Dann der P-Mode, also der Positioning-Mode, das ist so der mittlere. Und dann gibt es natürlich auch den Sport-Modus. Und wir machen heute mal den Test und schauen, wie flott das kleine Kerlchen jetzt hier in den einzelnen Modi unterwegs ist. Und bevor das dann losgeht, starte ich mal hier noch die Drohne eben. So, und dann starten wir mal die DJI Fly App. So, da will er noch was kalibrieren. Kompassfehler, bitte sicherstellen. Und wir kalibrieren nochmal flott den Kompass. Also einmal die Drohne drehen. Immer im Kreis drehen, bis sie fertig ist. Und dann einmal noch so horizontal und dann auch noch mal zwei, dreimal rumdrehen und dann hat es auch schon geklappt. Das ist immer wichtig, dass hier alles gut funktioniert und richtig eingestellt ist. Also der Kompass, der passt jetzt. Wir machen noch mal hier die maximale Flughöhe auf 120 Meter, so wie es erlaubt ist hier bei uns in Deutschland. Die automatische Rückkehrhöhe lasse ich mal so auf, ja, auf 70 Metern, das passt. Dann schauen wir noch mal weiter. Wie ist das mit der Übertragung? Da sollte man auch immer, na Wespe, hau ab, immer mal kurz reinschauen, dass man hier auch ein Frequenzband hat, das gut ist und stabil ist. Und man sieht, ja, ich bin hier auf Band 1, passt also soweit. Ja, sehr schön. Also, dann würde ich mal sagen, können wir so gut wie loslegen. Ich schaue noch mal kurz in die Vorhersage rein, um zu sehen, ob wir hier gutes Flugwetter haben und ja, Wind 5 km/h am Boden bis 12 km/h dann ja, können in Böen kommen. Windrichtung, ja, merke ich schon. Also wir fliegen mal gegen den Wind und dann mit dem Wind und dann ja, macht es hoffentlich nicht so viel Unterschied. Bis zu 15 Satelliten sollen hier Verbindung haben können und nochmal der Hinweis, ja, dass wir in der Warnzone sind, den hatten wir doch schon, ich weiß. So, also dann schauen wir mal. Wir sind mit 17 Satelliten verbunden und dann starte ich das Ganze mal im P-Modus und ja, los geht's. Also wir heben ab. So, wir prüfen kurz, dass der Homepoint gesetzt ist. Jawohl, das passt. So. Also, eine Sache muss ich auch umstellen. Ich hätte gerne hier die Anzeige in km/h. Ja. Und jetzt sieht hier unser Kanal gar nicht mehr gut aus. Ach, meine Güte. Also, wir landen noch mal kurz. So, denn er lässt uns ja den Kanal nicht wechseln, während wir starten oder während wir fliegen. Also ich muss hier nochmal auf automatisch schalten. Ich hatte das noch auf manuell gehabt. So, wir sind wieder verbunden. Checken wir nochmal. Übertragung, Übertragung. Kanal 10 stabil. Wunderbar. Satelliten 17 Stück. Also ich starte dann auch mal hier die Aufnahme bei der Drohne und los geht's. Auf km/h umgestellt ist auch schon. Also Aufnahme läuft und wir starten. Und wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich schalte um auf den Cine-Smooth-Modus, also den langsamsten, den wir hier im Angebot haben. Dann gebe ich mal Vollgas. Und wir haben aktuell 12,4, 13,6, 13,8, 14,3. War jetzt hier das höchste der Gefühle, was ich gesehen habe. Jetzt fliegt er mit 14,6, hatten wir kurz, okay. Aber auch noch ja, ein bisschen gegen den Wind. Also, ja, geht so. 14,6 war jetzt hier der höchste Wert. Und dann würde ich sagen, das reicht auch an Distanz. Dann drehe ich das Teil mal um und wir fliegen
nochmal zurück. Nochmal Vollgas in die andere Richtung. Geschwindigkeit steigt auf 13 haben wir jetzt. Da hinten sehe ich sie auch schon kommen. 14,1, 14,4. Ja, also mehr kriegen wir da wohl nicht hin. 14,4. Da vorne kommt sie. Ich drehe sie noch mal ein bisschen anders in. Ja, 14,4. Ja, mehr ist da jetzt nicht drin aktuell. Also noch mal drehen. Dann gehen wir jetzt mal in den P-Modus und schauen mal, ja, was da so geht. Also Vollgas. Und da sind wir jetzt schon auf 17, 18, 20. Oh, da geht es hier deutlich schneller. 25, 26, 27, 28 habe ich hier. Oh, 28, 3. Ja, 28, 7 war jetzt das höchste. Ja, und ich glaube, größer wird der Wert auch nicht. 28, 8 hatte ich ganz kurz. Okay, weit genug geflogen. Wir drehen nochmal. Dann merkt man auch, wie viel schneller hier zurückgedreht wird. Wahnsinn. So, ich gimbel mal ein bisschen nach unten. Dann haben wir eine bessere Sicht. Und jetzt geht es nochmal zurück. Vollgas. Und wir sind ganz schnell wieder auf 20 km/h. Auf 23, 24, 25, 26, 27, 7, 28, 4. 28, ah, schaffen wir die 29, komm, 28, 8. Und, nee. 28, 8 war jetzt hier das schnellste der Gefühle. Also, dann kommt die Mini mal wieder hier rüber zu uns. Und die ist schon echt flott unterwegs. Ja, muss man sagen. Also, und das ist noch nicht mal der Sportmodus. Ich meine, für eine Drohne, klar, es gibt da welche, die sind viel, viel schneller. Aber ich finde, das ist schon ganz flott. Ja, so, jetzt haben wir hier wieder unsere Ausgangsposition. Merken uns 28,8, gehen in den Sportmodus. Ja, was soll ich groß sagen? Vollgas! Los geht's und wir sind jetzt schon auf 33, oh, da muss ich ein bisschen hochziehen mal zur Sicherheit, 42, 43, 44, 45, 3, 45, 3. Und dann machen wir mal den Rückflug, auch wieder 45, 3 im Kopf, Vollgas geben und da geht's ruckzuck hoch auf, ja, sind wir schon auf 42, 43, 44, 45, 4, 45, 46, 5, ja, 46, 7 war jetzt hier das höchste. Und da fliegt sie auch schon vorbei. So, ja, interessant, hä? Ich mache jetzt mal noch einen Flug im Sportmodus, denn wir machen jetzt mal gleich was anderes, nämlich ich werde etwas höher steigen und dann quasi einen Flug nach unten machen. Und wir schauen einfach mal, ist natürlich eine Verfälschung, aber es ist ja auch ein bisschen windig, also ich steige schon mal hoch und wir schauen dann einfach mal, wie schnell wir dann werden, wenn wir quasi im Sturzflug vorwärts fliegen. Ich würde sagen, so eine Höhe von, noch mal schauen, 30 Metern vielleicht, sollte ausreichen. Ja, gehen wir auf 40 Meter hoch. So, 40 Meter haben wir und dann gebe ich schon mal Vollgas nach vorne. Und dann, wenn wir über 40 sind, geht es dann auch gleichzeitig noch mal nach unten und zwar jetzt. Und mal schauen, wie schnell wir dort werden. Die sinkt halt auch relativ schnell. 42,9. 43, 44, ja, nee, ich gehe lieber wieder hoch. Also, das hat zumindest in die Richtung hier nicht so viel gebracht. Und wir sind auch schon verdammt weit weg. Kann man mich überhaupt noch sehen? Ich werde hier gerade von den Mücken attackiert. Wunderbar. So, mal schauen. Hey, ganz weit da hinten. Also, wir drehen mal. Und da hinten auf der Ecke, da stehe ich.
schwaches Signal wird hier verkündet und wir steigen dann nochmal hoch auf etwas, sagen wir 40 Meter und machen dann nochmal den Rückflug mit etwas mehr Rückenseitenwind dann und schauen mal, ja, wie schnell wir werden können. Also 50 Meter reicht Vollgas und wir gehen dann bei über 40 km/h in den Sinkflug über und zwar mache ich das jetzt. Und wir haben 44, 45, 46, 6, 47, 1. Nö, das bringt gar nichts. Und ich mache jetzt hier noch eine schöne Aufnahme, denn ich will euch mal zeigen, wo ich hier gerade mit euch unterwegs bin. Also ich fliege mal noch ein Stückchen vor und dann geht es mal ordentlich hoch. Denn ich habe hier so eine schöne Freifläche. Wenn der Wind nicht wäre oder ein bisschen weniger, wäre das super optimal. Also. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ihr könnt sicher davon ausgehen, das war nicht das letzte Video, was ihr von mir und meiner DJI Mavic Mini gesehen habt. Das Ding macht wirklich unglaublich viel Spaß und Freude und deswegen schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Das war übrigens eine elegante Handlandung.